So, hallo, hier ist Dr. Du und heute machen wir mal einen Test, 4K-Videoaufnahme, solange es geht. Ihr wisst ja, die A6000 hat ein kleines Hitzeproblem gehabt. Schauen wir mal, wie es bei der neuen Kamera ist. So, für alle, die es nicht kennen, dies hier ist die Fläche, an der die Temperatur abgegeben wird. Also praktisch der Kühlkörper der Kamera. Somit bitte immer das Display entfernen, das ist besonders wichtig, weil sonst staut sich die Hitze hinter und da kann keine Luft zirkulieren. So, eingestellt haben wir jetzt hier 4K und die Aufnahmeeinstellung ist hier 24p 100 Mbit, dieses super 35 mm Format. Das heißt, da rechnet er aus 6K nochmal runter. Ich denke mal, hier wird die CPU am meisten belastet. Raumtemperatur ist 22 Grad. So, hier kurz die Specklage aus dem Handbuch. Ich zeige das englische Pendant, da steht auch Fahrenheit drauf, falls andere YouTuber hier sich das Video auch angucken. Also ich finde, das ist eh ein Fehler, weil hier steht immer 20 Minuten, 20 Minuten, 20 Minuten. Kann gar nicht sein, bei 40 Grad Umgebung sind es vielleicht noch 10. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das hier soweit richtig ist. Das war jetzt bei 24p 60m. Ich habe jetzt mit 100 gefilmt. Vollständigkeit halber, das ist die Speicherkarte, die ich benutze. Das ist die UHS 1 Klasse 3, 95 MB pro Second. Schreiben wie auch lesen. Also schreiben ist natürlich hier wichtiger. 90-95 ist angegeben. So, los geht's. Seid gespannt. Parallel nehme ich noch mit der Stoppuhr. So, auch nach fast 10 Minuten ist die Kamera kaum warm, also ganz leicht, nicht der Rede wert. So, wir nähern uns hier der 15 Minuten und wenn ich hier fühle, die Kamera ist leicht warm, also nach wie vor nicht der Rede wert. Ich denke, wenn das Display direkt dran ist, wird es komplett anders sein. Aber das sollte man generell abklappen. Also das ist die Startcondition, finde ich, weil die Kühlung muss ja irgendwo herkommen und wenn man alles zumacht und alles dicht macht, dann kann auch nicht gekühlt werden. Ihr seht hier 14, 53, 54, jetzt gleich 15 Minuten erreicht, wir machen mal weiter. Wir nähern uns hier der 20 Minuten. Wir haben zwischendurch natürlich die Kameraposition gewechselt, bisschen bewegte Bilder gefilmt, damit auch der Komprimieralgorithmus etwas zu tun hat. Nicht nur Standbild, weil das wird ja einfach komprimiert. Das heißt, wir erreichen hier gleich die 20. Und wenn ich hier fühle, boah, ein wenig warm. Also heiß kann man das nicht nennen. Es ist leicht warm, also aus meiner Sicht vollkommen die Speck erfüllt. 20 Minuten ist vorgegeben. Wir lassen es trotzdem weiterlaufen. Mal gucken, wie lange er filmt hier. Die Umgebungstemperatur ist 22 Grad. Schauen wir mal. So, jetzt haben wir die 20 Minuten hier erreicht. Wie ihr seht, alles tutti. So, nun erreichen wir fast die 25 Minuten. Wie gesagt, ich habe ja kein Oberflächentemperaturmessgerät, aber aus Erfahrung von meinem Ingenieurberuf kann ich ja sagen, also die Kamera ist warm, aber leicht warm. Also sie ist beileibe nicht richtig warm oder gar heiß. Ja, so, 25 Minuten Video hier. So, nun sind wir hier fast bei 30 Minuten und wenn ich jetzt hier fühle, jetzt haben wir das Display umgestaltet, muss ich mal eben hier durchtackern, damit ihr die Zeit wieder seht. Der Akku ist schon ziemlich unten. Oder hat er jetzt abgeschaltet? Ne, er hat jetzt abgeschaltet. Haha. Okay, Filmaufnahme maximal 30 Minuten, beziehungsweise jetzt haben wir hier ein Overheat. Da seht ihr das Overheat-Zeichen. Das heißt, 30 Minuten hat er durchgehalten. Also echte 30 Minuten bei 22 Grad Umgebungstemperatur. Aber richtig heiß ist der nicht. Also der ist warm. Aber heiß, naja, nee. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie lange es dauert, bis er sich wieder abkühlt. Dann schauen wir mal. So, wir schalten die Kamera jetzt mal aus. Dann kühlt sie sich ja schneller ab. Und dann schalte ich in regelmäßigen Einstellungen wieder ein, um dann zu gucken, ob es wieder geht. So, ich habe 2 Minuten die Kamera ausgeschaltet, jetzt ist das Hitzeproblem schon wieder weg. Ich fasse die Kamera nochmal an hier. Ja, merklich abgekühlt. Also auch die Regeneration funktioniert schnell.
Also vollkommen ausreichend hier für die Kamera. Denn schließlich ist das ja noch immer eine Fotokamera. Also richtige Filmer, die lange filmen wollen, denke ich, die kaufen sich wirklich eine Filmkamera. Und für 30 Minuten am Stück bei 22 Grad, gut bei 30 oder 40 Grad Umgebung wird es sicherlich kürzer werden. Aber wenn man kurze Pausen macht beim Filmen, ich denke mal, das wird alles vertretbar sein.